Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer CrushHorrific89 zurück bei Let's Play Fire Emblem Three Houses. Die angespannte Musik deutet schon darauf hin, was ja im letzten Part geschehen ist. Flynn ist verschwunden, spurlos. Und in diesem Monat gilt es, sie zu finden. Wir werden erstmals wieder auf Erkundung gehen müssen und gucken, ob wir sie irgendwo finden können. Mal sehen, was Sophis dazu zu sagen hat. Ja, wundert dich das? Ja, ich werde jetzt auch mich wirklich gründlichst umgucken und herumfragen. Vor allem geht es auch weiterhin wieder Nebenquests zu erfüllen, weil ich muss gleichzeitig auch meiner Pflicht als Magister nachgehen. Also leider kann ich mich nicht bloß auf eine Sache konzentrieren. Findet eigentlich wieder ein Turnier statt? Ja. Axtturnier vor Fortgeschrittene? Das klingt... Ich meine, Edelgard ist ziemlich stark. Und was gibt es als Belohnung? Eine Stahlaxt plus. Also nur Edelgard hat aktuell die beste Motivation. Jeden anderen muss ich noch wieder etwas Motivation geben. Dann würde ich sagen, Edelgard, es wird Zeit, dass du mal zeigst, was du so kannst. Axtturnier für Fortgeschrittene. Jetzt kommt es also schon härter. Oh, sie geht gut ab hier. Den besiegt sie. Oder die besiegt sie, ohne dass sie etwas ausrichten kann. Das ist eine Kämpferin, sorry. Habe ich mich verguckt. Nochmal Kämpferin. Und wieder zweimal angreifen hier. Hoho, das schafft sie mit links. Ja, aber die anderen müssen es ja auch mal ausweichen dazwischen. Auch wenn sie jetzt keine Mittelklasse hat. Ich denke, sie schafft das trotzdem. Eine Banditin und Alter, die hat viel KP. Aber wir kriegen das schon hin. 13 macht sie mit einem Schlag. Oh shit. Okay. Beim nächsten Kampf muss ich heilen. Ja, eindeutig. Eindeutig. 15 noch schon. Das ist eh schon das Finale. Okay. Ja, da sind wir jetzt topfit und das kriegen wir hin. Ne? Wäre doch wohl gelacht. Wir haben höhere Trefferquote, also wäre wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen könnten. Und das wär's! Easy peasy. Haha! So gefällt mir das so. Schlag auf Schlag. Ja. So ist es. Sie wäre auch wirklich eine gute Kameradin, aber ich glaube nicht, dass man sie rekrutieren kann. Das steht auch gar nicht da. Deswegen lasse ich mich mal ein bisschen fortbilden. Oder nein, nein, ich spare mir erst sonst die Punkte. Was mir lieber ist, ist, dass ich erstmals mich hier weiter umgucke. Vor allem muss ich auch noch Quests erfüllen. Die Haussprecherin hat also für uns eine Hauptquest. Ah, hier zum Beispiel. Da ist noch eine. Almen Liebe steckt in diesen Brief, bitte überbringen ihn für mich. Wem? Nun, er ist äußerst fleißig und zeigt seine wahre Gefühle nicht sofort, aber so eine süße, liebenswerte Art. Bringe den Brief, es steht keine Adresse drauf, aber du kennst nur einen, der immer sein Bestes gibt und nicht gerade offen grün umgeht, aber im Kern eigentlich sehr liebenswert ist. Ich könnte an ein oder zwei denken, die... es wird eh sowieso angezeigt, welche Person gemeint ist, also... ja. Ist das jetzt kein Problem für mich? Vorher spreche ich noch mit den anderen hier. Nebenbei gucke ich auch noch. Beim Marktplatz würde ich dann auch noch gucken, ob es etwas Neues, ob es etwas zu kaufen gibt, weil ich glaube, es müsste doch auch irgendwas zu kaufen geben hier.
Das weiß ich, das weiß ich. Oh, du lässt mich rein? Danke, das hätte ich nicht erwartet. Hm. Oh. Meinen niedlichen Teddybären hat sie auch noch. Hm. Alles okay, alles okay. Schon verstanden. Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal ihre Motivation versuchen zu steigern. Nein, das gehört ihr nicht. Kunst! Aber sie mag doch Kunst! Na gut, ich werde da noch, vielleicht bekomme ich noch Geschenke irgendwo zum Kaufen. Wer weiß. Weil es müssten doch welche zum Kaufen auch irgendwo sein. Ja, das frage ich mich auch, was da mit Flying passiert ist. Ja, jetzt ernten wir mal, was wir Schönes bekommen haben. So einiges. So, dann legen wir wieder die bestmöglichen Pflanzen rein. Oh, wir können sogar schon drei. Nicht erwartet. So, tun wir die mal rein. Pflegen sie auch noch bestmöglich mit Knochenmehl verstreuen. Oh Gott. Das kostet 1000. Aber ich habe ja noch so einen Goldbeutel zum Verkaufen. Das muss ich auch noch gucken, dass ich das mache. Wenn ich erstmals im Laden bin, dann sollte ich wirklich gucken, dass ich einige Sachen kaufe und verkaufe hier. Das muss ich dann auch noch erledigen. Ja, ich weiß, wir müssen sie finden. Das kriegen wir schon auf die Reihe. Da verlass dich mal drauf. Wir werden sie finden können. Ah, endlich mal wieder ein Köder. Es soll ja heute auch wieder viele Fische geben. So, hier ist auch wieder ein Gegenstand. Aber wir angeln später. Wie gesagt, wir müssen uns erstmal hier umgucken und schauen, ob wir noch Informationen bekommen bezüglich Flying. Aber es ist echt krass. Ich frage mich nur, was los ist. Oh! Alois! Auch ihn kann man ja nicht, auch ihn, kann man jetzt nicht, rekrutieren. Aber das passt schon. Ah, es gibt tatsächlich etwas. Könnte aber was zu tun haben. Wir wissen es nicht. Was ich will? Ach so. Aber wir könnten sie auch rekrutieren. Sie scheint auch im Schwertkampf ausgebildet zu sein. Ich glaube, davon habe ich mehr als genug. Was ich eher bräuchte, wäre eine potenzielle Flugeinheit. Ich muss noch gucken, welchen Charakter ich mir am besten nehmen würde. Ja, ich könnte jetzt mal Waffen reparieren. Es sind da einige zerbrochen. Ja, hier die Eisenaxt zum Beispiel. Ich habe keinen Veredelungsstein, das gibt's ja nicht. Kann ich die nur herbekommen? Kann ich die mir noch irgendwo kaufen?
Bataillone anheuern. Leider nichts. Leider nichts. Das ist echt schade. Ich weiß, dass es da noch einen Laden irgendwo gibt, der was anbietet. Das hier ist die Schmiede. Bataillon. Dann hier der normale, der andere Laden. Und hier ist der Waffenladen. Oh! Händler aus dem... Oh, haben wir einen neuen Händler? Da sind... Oh! Und Geschenke sind ja auch noch. Die kosten einiges. Alter. Ah, verkaufen. Jetzt sollte ich endlich mal was verkaufen hier. Oh. Ich kann nur das hier verkaufen. Ich sollte mal wirklich jetzt das Zeug loswerden. Nein, nein, nein. Falsch, 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 falsch. Hier. Den Typen wollte ich eigentlich aufsuchen. Nein, wollte ich nicht. Verdammt nochmal. Wo ist der normale Laden, ey? Ich komme da gar nicht zurecht. Da. So, jetzt kann ich endlich mal was verkaufen hier. Hier, Goldbeutel. Weg damit. Jetzt habe ich aber tatsächlich schon zwei Türschlüssel, aber die kann ich bislang noch nicht gebrauchen. Ich frage mich gerade. Und das noch ein neuer, anderer Händler. Was bietet der jetzt an? Oh. Auch noch Geschenke und jede Menge Saatgut. Ich bräuchte dafür wirklich mehr Geld, um das Ganze mir zu leisten. Naja, da bekomme ich ja noch Belohnungen, wenn ich erstmal das Quest erfülle. アネットをじっと見つめていることがありました。もしかして Was ist mit Gilbert? Ich muss mir auch entscheiden, welchen Charakter ich als Missionshilfe erstmals annehme, weil die können ja mir immer wieder helfen kommen. So. Gut, ich habe ja mit allen gesprochen, die hier sind, jetzt mal weiter nach oben und mal gucken. Caesar. Caspar. Caesar, sag ich mal. Caspar. Du kriegst das schon hin. Aber ja, ich habe ein Geschenk. Also ein verlorenes Item, der... Eifrig trainiert. Nein, der trainiert doch eifrig. Aber es ist Schwertgurtfragment für Schwerter und nicht für Äxte, weil er trainiert mehr mit Äxten. Ja, ich werde sie noch aufmuntern können. Und das ist wahr, wir brauchen alle wirklich Hinweise. Wo sollen wir da anfangen? Speisesaal gibt es einige, die quatschen wollen. Ja? 近頃、あの人の件は何と言えばいいか。念のため話を聞いてみたらと、いつもならばこの時間は訓練場でカトリーヌ殿と打ち合っているはず。
Oh! Er scheint interessiert. Das ist schon mal gut. Hätten wir einen weiteren Charakter für... Hätten wir ihn mal für uns. Er ist für einen Schwertkunst interessiert. Er ist ja klar, ich bin auch gut in Schwertkunst, also... Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ja. Gren-san, お腹空かせてねえかな? 誰かがさらった? Raphael als Ritter wäre auch wirklich cool, ihn anzuheuern. Aber er scheint auch eher Schwertkämpfer zu sein. Stärke und Rüstung. Vielleicht hat er was, weil er trainierte eifrig. Nein? Auch Schnaps mag er nicht. Ja, ich glaube, da muss ich eher in Geschenke machen, die richtigen. Und hier mit Ferdinand. Ja, aber ich glaube, sie mag ja... Oder mag sie was Süßes? Ich weiß es gerade nicht. Aber kannst du gerne mal nachgucken? Ich war da schon und da war sie ja nicht. Der gerne Pferde pflegt, da habe ich ja was für ihn. Was? Aber der pflegt doch gerne Pferde, was ist das? Ugh. Oder gibt es da wirklich andere Charaktere, die ähnlich denken, aber ein bisschen anders agieren? Er mag zwar Pferde, aber anscheinend pflegt er sie nicht so gerne oder, also, oder pflegt er nicht so gern wie andere Charaktere. Vielleicht ist das, vielleicht braucht er deswegen dieses Item nicht. Habe ich halt auch falsch ausgedrückt. Charme und Vernunft. Naja, mein Charme hat sich ja schon ein bisschen erhöht, also. Aber das ist was anderes. Ja gut, im Speisesaal habe ich mich jetzt genug umgeguckt. Dann würde ich sagen... Jetzt sieht jeder... Ja... Scheint so. Der Aufruhr ist ja wirklich groß, aber wen wundert's? Wen wundert's? Es ist natürlich verständlich, warum der Aufruhr so groß ist, dass selbst jeder für jeden verdächtig scheint. Das stimmt auch wieder. Das ist auch merkwürdig, ich wüsste nicht. Das wäre möglich. Das
Oh, ja, dann könnten wir auch möglicherweise rekrutieren. Ach so. Charme und Vernunft, das braucht er auch. Ja, aber ich weiß, man müsste ihn auch Geschenke machen und den als Missionshilfe anwerben. Ja, ganz klar. Lanze natürlich, ja. Also sie ist ein aber sie wäre ein Pegasus-Ritter auch nicht so ganz verkehrt. Also Falkenritter. Ja gut, aber später. Wie gesagt. Ich muss mir jetzt erstmals noch entscheiden, wen ich als erstmals als Missionshilfe annehmen würde. Aber ich würde sagen, die Person, die schon an mich, an mein Haus interessiert wäre, würde vielleicht ganz gut passen. Aber das wäre vielleicht mein weiterer Schwertkämpfer wieder und weniger ein Heiler, weil einen weiteren Heiler könnte ich dann schon eher gebrauchen. Das stimmt. Ja, ihn könnten wir auch nicht rekrutieren, obwohl er ja zu ihm gehört. Auch ihn nicht. Vielleicht ist die Situation gerade unpassend oder die... Ich weiß nicht. Naja. Da bin ich. Ja, und da wäre schon unsere Haussprecherin Edelgard für eine weitere Hauptquest. Aber da gibt es... Gibt es mehrere, sind das vielleicht Hinweise? Bei einer normalen Quest sind das hier nicht, wie es scheint. Muss man auf die Pinnwand gucken, was jetzt als Aufgaben anstehen. Ja, der fantastische Kräuter. Aha. Alles klar. Aber da begebe ich mich später in die Nähe. Erstmals rede ich mal mit den anderen hier. Vielleicht könnt ihr mir noch mehr sagen. Kann auch möglich sein, aber weglaufen ist auch nicht gerade die Option. Ja, weil ich weiß nicht, die Entführung oder es geht wirklich um den Todesritter, weil der braucht wahrscheinlich kein Lösegeld anfordern, was auch immer. Austauschkoordination. Oh, das Kloster beherbergt Austauschstudenten von Spielern aus der Welt. Wenn du mit diesen Studenten sprichst, kannst du lokale Spezialitäten erwerben an Versteckspinnen oder sie jetzt Studenten anheuern. Wenn du lokale Spezialität auswählst, kannst du Items und Materialien günstiger kaufen als in den Laden. Oh. Das Versteckspiel ist ein Minispiel, bei dem du auch durch Studenten suchst, die sich versteckt haben. Bist du erfolgreich, hältst du zur Belohnung Material. Nach mehreren Erfolgen kannst du sogar Bataillon erhalten. Interessant. Ein als Adjutant angeheuerter Austauschstudent begleitet eine deiner Einheiten im nächsten Kampf. Anschließend lehrt er dich möglicherweise eine Fertigkeit oder Kampftechnik, die er verwendet. Alter Schwede, so viele Möglichkeiten. Okay, leider nur ein paar Schwerter. Aber ein günstiges Mittelstufensiegel, stimmt.
Ach so, nein, ich dachte, ich könnte. Wie könnte ich denn? Nee, nee, komm, lass mal. Oh! Oh! Da sind sie auch schon! What the hell? Hm. Dunkelmetall. Ach, da kann man was kaufen. Ich glaube, das brauche ich dabei nicht. Der hat auch nur Dunkelmetall. Ein Dunkelsiegel wäre mir schon fast lieber. Übungsschwert, nein, danke. Was soll das denn? Frecher. Mittelstufensiegel, ja, wäre schon interessanter, aber. Naja. Sind das wirklich alle Studenten hier? Anscheinend ja. Ja. Na gut, alles klar. Gucken wir erstmal weiter hier. Auf jeden Fall ist es interessant. Dieses Feature. Aber gucken wir erstmal jetzt hier weiter. Wir müssen noch. Gucken, mit anderen reden, vor allem hier, was dieses rote Symbol zu bedeuten hat. Es gibt noch jemand anderen, der eine Quest hat. Ich möchte erstmal mich der Nebenquest mal widmen. Aber dazwischen natürlich. Oh, die befindet sich oben, ich sehe es gerade. Ja, aber zuerst übergebe ich mal den Liebesbrief. Ich hoffe auch. Hm. Und da ist Hubert. Das stimmt. Gerard lange kennt. Ich glaube, da wüsste ich schon jemanden. Er lebt nicht in Birgit. Kompanie. Opernkompanie, ha. Huh. Da ist Hahnemann. Das stimmt. Das ist was für ihn. Nein. Er mag auch keinen Schnaps. Ja, Open Company natürlich nicht. Blödsinn. So. Landwirtschaftsbericht. Ernte mit Bestäubung von jungen Adligen, der Grund besitzt. Hm. Ja, wen wundert's? Seine Schwester ist verschwunden. あの、ダスカー人が怪しいと思う。
Nur mal keine vorliegenden Schlüsse ziehen. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen wirklich gucken, wo wir sie finden können. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Das schwöre ich. Sieh mal, wo können wir denn da? Ach, hier geht es zu den Unterkünften der Ritter? Da kann ich noch nicht hin. Okay, es gibt also doch noch mehr Orte zum Erkunden. Oh, eine Eulenfeder! Beliebt bei allen, jawoll! Danke. Das ist klar, ist verständlich, dass du noch deswegen so reagierst. Das ist wirklich eine ernste Situation, diese Todesritter und Flying. Den Todesritter müssen wir dann unbedingt töten, den sind wir ja schon begegnet. Wir hatten aber vorher noch keine Chance gegen den. Ach Moment, da war doch diese Person, die... Moment. Der Liebesbrief ist für ihn? Nein, oder? Alles klar. Noch so viel zu bereden hier. Und wir haben der Pate ist auch schon wieder langsam an seine Grenzen. Also kommt schon langsam wieder an seine Grenzen hier. Ja. Man hat doch überhaupt. Kurz im Schwerfeld, da habe ich doch noch ein anderes Geschenk für. Ja, okay, das machen wir nachher. Jetzt muss ich mich erstmal darauf konzentrieren, hier weiter zu gucken, dass ich dann dem Part ein zufriedenstellendes Ende geben kann. Oh, ein weiteres Interesse. Oh, sehr schön. Wir haben jemanden, der wieder jemanden, der interessiert wäre. Das wär's doch. Sie wäre eine gute Heilerin. Magie und Bogen. Sie trainierte eifrig und ich sehe es mit dem Schwert auch gut. Also, sie geht mit dem Schwert um. Gut, um also. Hä?
Schade. Aber ich wünsche noch die Person, die das gehört. Stimmt. Lippenstift. Was? Für eine junge Dame, die gehört von jemandem, der Frauen beeindrucken will. Also der Frauen. Ah, ich weiß schon wen. Ich weiß schon, wen es gehört. Ja. Ich weiß es schon. Ich hoffe es mal nicht. Ich will es nicht hoffen. Ja, okay, ich sehe schon, wir haben jetzt so ziemlich mit allen gesprochen. Also von diesem Stockwerk her. Wir müssen da noch zum Dom. Aber da gehen wir ja dann ab den nächsten Part hin. Fürs Erste werden wir mal unsere aktuelle Nebenquest beenden und dann ab dem nächsten Part werden wir uns, ja, der nächsten Nebenquest dann widmen. So, bitte sehr. Haben wir es auch geschafft? So, wie gesagt, im nächsten Part geht es dann weiter mit unserer Erkundung und unserer Suche nach Flying. Und möglicherweise, wir haben wirklich schon zwei Leute, die interessiert wären an unserer Klasse. Da haben wir genug Punkte gesammelt. Aber wir müssen natürlich auch den Charakteren noch zusätzliche Geschenke machen, damit sich die Chance weiter erhöht und sie vor allem als Missionshilfe hinzufügen. Das steht auf jeden Fall noch an. Und ja, wie gesagt. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush49. Bis zum nächsten Mal und Let's Play Fire Emblem Three Houses. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!